Und da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Genau, wir haben uns jetzt schlau gemacht, wo wir den Knochenfund finden. Den Knochenfund finden? Also ich weiß jetzt ungefähr, wo es ist. Sagen wir es einmal so. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber ich weiß, wo es ist. Da war diese Kirche und es war irgendwo da so, gell? War das nicht bei einem Totenkopf, mit dem Wasserturm? Das war doch bei einem Totenkopf. Also da gab's ja. Scheiße. Da war doch in der Nähe gleich. Ich habe eine andere Idee, ich gehe nochmal zur Kirche hin. Achso, da müssen wir das dann mal raus. Ja, ich muss zumindest jetzt das. Ah, die Geschwerten. Beasts! Raw! Ja. Ach, da kann ich ja leise. Schnell leise. Das ist eine Schnellleise. Die geht schnell und leise. Dummt. Nein, da hinten ist der Wasserturm. Ja, ich wollte mal zur Kirche, dass ich wieder weiß. Und ich schau nochmal nur, dass ich weiß. Ich gehe mal daher und schau, ob das ungefähr hinkommt, aber ich glaube nicht. Na, das ist viel weiter. Ja, gell, das war da hinten. Da war's. Ja, genau. Und in der Nähe ist der Totenkopf nämlich gewesen mit der Tür. Da ist er. Genau. Hättest du nicht links rein müssen? Jetzt müssen wir zuerst auf die Tür. Da bei der Baracke da. Links. 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 Da. Und da rechts rein dann. Da waren rechts. Wir die ganze Zeit. Da haben wir ja gesucht wie die Trotteln. Weil da steht ja und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir haben ja gerade nachgeschaut. Aber... Da war er da? No. Jetzt hätte ich hätte gescheit schauen sollen. Eine grüne Türe müssen wir links, suchen. Links, links. Ich gehe immer ab, absichtlich das Falsche, was du sagst. Lass uns rein in meinen Kreis. Das ist auf jeden Fall nichts mehr. Wo war das? Da war was Gelbes. Achso, nein, das waren wahrscheinlich diese Glühwürmchen da drin. Ja. Da, vielleicht rein, links. Sag nicht, ich soll vor rein, ich muss erst einmal den richtigen Punkt finden. Ja, das will ich ja auch. Da ist auf jeden Fall nicht. Da hab ich gemeint, ja. Zumindest nachschauen. Da. Stückel weitermach. Stückel weitermach. Das war braune. Da. Da die nächste. Irgendwelche Stufen oder was? Na. Das war grüne Tür und dann haben sie weggelaufen. Do you know anything about this? You know nothing of life. Deal with it by yourself. Du musst erst die andere Tür finden. Die war aber nicht grün. Geh zu jeder Tür hin. Vor einem Gebäude mehr im Wasserturm auf dem Dach. Na, das war schon da drinnen. Oh. Ist das sicher? Ja. Geht der Ton nicht mehr? Ja, das sind Stufen. Mach der Ton.
Das ist einfach so ein komisches Gebäude, was so durchhängt irgendwie. Warte mal, da hinten ist aber auch noch Wassertürme schon. Hey. Was das? Mann, das ist aber schon lästig. Das ist nochmal viel einfacher. Das Problem ist, sie haben es unnötig kompliziert gemacht. So, mir macht ja nichts. Dann schauen wir uns jetzt seinen schönen Kopf an. Das werden wir ja finden, den Arschlochbaum da. Wo ist der Zeppelin? Da ist der Zeppelin. Der da bewegt sich ja nicht, rechts, oder? Warte, ich stehe schon mal kurz. Aber weiter rechts. Nein, der bleibt stehen. Ja. Das heißt, nach dem Zeppelin. Da ist der Baum. Schau. Das ist nicht der Baum, weil wir schauen mal am Zeppelin, wo wir ihn sehen, aus welcher Richtung. Und schauen mal, nein, weiter hinten. Wie du ist. Genau. Das ist Sinn. Aber dann bin ich gespannt, wo ich dann bin. Du musst auf die Map schauen, aber gell? Ja. Warte mal, das ist auch so ein komischer Durchgang. Da ist der Baum, schau. Oder? Ja, du bist nur schon zu weit rechts. So, ich schau mal kurz, wo er da hinrennt. Da runter. Da ist ein gelbes Haus. Und mit Laken und so. Aber weiter innen auf jeden Fall. Ich will jetzt die Quest nämlich fertig haben. Ehrlich gesagt, glaube ich, du rennst komplett falsch. Du rennst komplett in die andere Richtung. Nein, ich glaube, ich bin komplett richtig. Und da irgendwo runter? Was sind denn da? Du musst ja bei dem Baum sein. Schau, da könnte nämlich auch einer sein. Das stimmt schon. Wir hätten in die Richtung ausschauen können. Da ist der Baum links. Bei dem ist er vorbeigrennt, oder? Siehst du da irgendwo Treppen? Nein. Eben, dann ist es nicht der Baum. Vielleicht ist. Das gibt's ja nicht. Das ist. Das war ein Wasserturm, schau. Auf dem Dach. Wasserturm! Aha. Jetzt finde ich es aber ohne Video. Ja, Wahnsinn. Ja, wir haben einfach auf, weißt du was war? Wir haben auf die falsche. Auf den falschen Wasserturm geschaut. Ja, das weiß ja keiner, ich meine. Oh ja, jetzt wissen wir. Wie viele Wassertürme gibt es nicht mehr? Upsala, das ist scheiße, ist das Ding verschwunden. Gehen wir nochmal. Bin jetzt komplett hinüber. Erstes. Das ist, weil sich die Maus so deppert verdreht hat. We heard rumors that this place was haunted, strange lights in the night, people disappearing. One night we decided to investigate. Investigate. Warte mal. Oh, Wahnsinn. Also die sind einmal einfach nur reingegangen. Etwa. Wahrscheinlich müssen wir so einen Eingang oder so suchen. Don't look at me. Try and remember.
Darf das wahr sein? Komisch irgendwie die Quest. Die macht mich wirklich mad. Die Quest. Wie lange sind sie reingegangen? Alles andere wird keinen Sinn machen. Toby was with us, always happy to join on our escapades. He stopped when we neared the building and refused to go further, but I was resolute. Schaut euch wieder logisch. Ja. Normal glaubst du ja auch, it was pitch black, so he had to light the lamp. The smell of oil and burned hair filled the night. And something moved in the shadows. It was a man. I remember a dirty shirt, horrifying smile, and a pair of manacles in his hand. We turned to run. When we saw that we were cut off. This one had a rope in his hands. My heart sunk. Then I heard a growl. Toby jumped the slavers with all the fury his size contained. We got the hint and ran like the clappers. And I never saw our Toby again. We departed Cordona soon after that night, Sherry. Perhaps he was hiding or wandering. It was not unlike him to disappear for weeks on end. Yes, you may be right. I regret going to that place. Should have listened to Toby's warnings. Then leave a haunted building unexplored? You know very well that is a mystery that would have nagged us forever. I know, and yet... No sense dwelling on ifs and maybes. We can choose to remember those times how we want. I'll draw a picture. You just pick the scene. Was soll ich sagen? The moment when we found the bone, I want us to remember playing together. Good choice. I would have picked the same. Always loved dinosaurs. I will make a drawing. Bim, 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 bim. Alle Hinweise halten. So. John und ich fanden einmal einen echten Dinosaurierknochen. Oh, das haben wir schon. Da. Damals, da wird es interessant. Wir wurden von einem Raufbold verfolgt. Er trieb uns in die Enge. Doch dann eilte Toby zu Hilfe. Es gab dann noch ein weiteres Abenteuer, und zwar vor einem Gebäude in der Nähe eines Wasserturms auf dem Dach. Das den man von der Kirche aus sehen kann. Toby rettete uns von den Menschenhändlern. Aber dann haben wir ihn wieder gesehen. Und was haben wir jetzt gekriegt für... Unser tapferer, vierbeiniger Gefährte Toby. Und das war's? In dem sind wir jetzt da so mit umgewurschtelt? Ich hoffe nicht. Weil wir müssen noch immer Funde des Koffers machen. Ja. Ich erinnere mich daran, dass wir den Koffer irgendwo in Silberden fahren, in der Nähe einer Fischlagerhalle am Wasser. Wollten wir das absuchen? Oder wollten wir die Hauptquest weitermachen? Wir waren ja gerade da dabei, irgendwo bei Muse aus der Ferne, ne? Ja, aber das Ding ist die Hauptquest. Ich will einmal ein bisschen Nebenquests machen. Hinterinsel wäre schon jetzt einmal interessant, dass wir das abschließen, weil... Silverton. Super. Das ist irgendwo im Wasser. Haha. Fisch... Was ist gestanden? Fischhalle? Fischhalle, ja. Lagerhalle 1. Lagerhalle 1. Lagerhalle 2. Warte mal. Soll ich mal da probieren, wenn schon Lagerhalle steht? Ja, aber und am Wasser? Fischerhalle. Ja, das wird schon passen. Da, gehen wir da hin. Ich glaub's nicht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, so ist das, gell? Aber ich wollte das noch aktivieren vorher.
anheften, meinst du? Ich hau die um. Achso, ich wollte das noch weg tun, weil das stört mich da. Moment. Gleich hört man wieder was. So. Mir geht das um Arsch, dass die Grafik 100-mal besser halt einfach ausschaut auf dem Bildschirm. Als wie auf dem Fernseher, auch den ich spiele gerade. Also auf dem Zweitbildschirm. Ja, weil es viel kleiner ist. Naja, das ist auch ein Monitor, das ist halt ein. Ja, das auch. Aber trotzdem, je kleiner ein Bild ist, desto schärfer wirkt es. Ich finde auch die Farben besser. Na sicher. So. Das schaut so unecht aus. John, this is the spot. Let's see what we can record. Ich glaube, da müsstest du beim Bildschirm umstellen, kein Graf oder so. Platsch. Schau. Haben wir gleich was gefunden? Ja. We found a rope tied to one of the books. We pulled and a suitcase emerged. We know where to look. What am I missing? Ja, wo sind wir denn da jetzt? Schau mal nach auf der Map. Oh, danke. Da ist der, da. Docks. Kurz davor. Vor der Lagerhalle. Aber nicht dort. Ja, wurscht. Aber das war zufällig. Ja, na passt eh. Das ist gut. Doesn't seem relevant. Blaumetalldose. This doesn't seem relevant. Da. Brown algae. We were specifically looking for it. I think we saw it on someone nearby. I think I can remember where. All right, lead the way. Ja, genau. Er hat wem in der Nähe gesehen damit. Die Frage ist, soll ich da entlang gehen? Schau mal rechts. Ich schau mal kurz ohne den. Na, da habe ich glaube ich was gesehen, da links. Ausgeschaut. Da, Fußspuren. Das ist mein Liebster. Ja, wenn der Weg anzeigt wird, gell? Ein Kind. Geradeaus und dann rechts, glaube ich. Ja. Also Straße folgen. Night, we saw a man with ink-stained fingers and a notebook. A journalist. His scared look and hasty steps smelled of adventure. We followed. We followed. So macht's Spaß. So geht's, ja. Wenn wir weiterkommen, huh? Ja. Da ist einer. Another man appeared. He was casually dressed, but his haircut and posture revealed him to be a soldier. The journalist quickly changed direction. Der Fußabdruck noch immer da drin ist. Another disguised soldier cut the journalist off. He was cornered. We hid behind the barrels and watched. Three men argued. The soldiers demanded something from the journalist, but he refused. Their words grew louder, and someone pushed the reporter.
He stumbled and fell over the edge. After one horrible yell, he hit the ground. The soldiers vanished. We waited to be safe, then went to him. Da war mal ein Dach, schau. Mhm. Haben sie noch immer nicht repariert. Blood was everywhere. I was in shock, but you kept your cool. You noticed that his shoes had a layer of salt and brown algae stuck to his leg. Those men demanded something from him. I wanted to find out what was so valuable as to kill for. And so we did. Made it public. The journalist Hector Jacobson. People built a memorial after his death. That might be a good backdrop for our picture. Let's find it. So, jetzt muss ich das Memorial finden, da. Das werden wir nicht finden. Johns Zeitungsartikel. John behauptet, dass wir. Also, was haben wir nicht schon? Da. Genau, wir fanden den Koffer und weiter. Das haben wir auch. Wenn ich mich kurz erinnere, ich mich. So, ich tat das, woran ich mich noch erinnerte, und landete an dem Ort. Alles begann, da war eine Leiche von einem Journalisten namens Hector Jacobson. Im CERN wurde später ein Denkmal errichtet. Ich weiß nicht, wo es sich befindet, aber es handelt sich dabei um eine bekannte Sehenswürdigkeit der Stadt. Ich sollte es aufsuchen. Denkmal. Entweder wir suchen das. Ja. So. Oder wir schauen ins Archiv. Wir müssen ja dann über Denkmäler wissen, wo die sind, ne? Eigentlich schon, ja. Gab es dem Zeitungsarchiv, oder? Das weiß ich nicht, das könnte beides stimmen. Was ist näher da? Oder halt von Silverton nur. Ich gehe ins Rathaus. Okay. Wobei, da steht nichts von Archiv, dass wir ein Archiv schauen sollen, sondern Zeitungsartikel, ja, steht. Ah, Leute befragen. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Das heißt, wir sollen Leute fragen. Aber wo? Ich schaue, ob ich das nochmal finden kann, dass ich das zeigen kann, was ich meine. Da, Personen in der Nähe befragen. Ist ja hier oben. Ja, nochmal rauf. Brück. Da war das ungefähr, gell? Naja, naja. Weiter links. Im Hafen, oder? Na, eh da. Da. Ja, mach da, ist ja wurscht. Fangen wir mal. Du weißt sicher was. Do you know anything about this? What a coincidence. I only learned of this recently myself. Man sagt mir, ich würde auf einer kleinen Insel unter der Torbrücke zwischen Skalid und dem nördlichen Teil Silvertons fündig werden. Unter der Brücke? Unter der Torbrücke zwischen Skalido und Nord-Silverton. Da oben. Torbrücke. Stephansbrücke. Torbrücke. Zwischen Skalido. Und Nord-Silbert, naja, das ist Süd-Silbert und Nord-Silbert. Ja, ja, pust mir nicht an. Ich sag Corona in Cortona. Das war zu schlecht. Corona in Cortona. Bitte flieg runter. Ah. Ich bin so richtig ins Arschloch, ne? What a bunch of loafers. Ja, das ist, weil letztes Spiel so laut ist. Aber sonst ist das Spiel wieder so leise. Wie beim Kingdom Come. Das kann man auch, ja, aber ich müsste jetzt umstellen. Nein, nicht jetzt, aber. Was? Das ist ein neuer Ort. Scheiße, da ist ja die Brücke schon, ne? Ja.
Wie kommen wir zu der Brücke? So. Da denkt man, oder? Hector Jacobson was killed for his story, yet it still came to life. A lesson for those less noble. You cannot bury the truth. I think here is a good place for a picture, Sherry. Okay. Yeah, I can put the